Gute Nacht, Sonnenschein. Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Hallo, mein Sonnenschein. Wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur 98. Folge meines Märchenpodcasts. Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Märchen reisen und gemeinsam entdecken, was die Helden und Prinzessinnen auf ihren Abenteuern erleben. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die kluge Bauerntochter. Es war einmal ein armer Bauer, der hatte kein Land, nur ein kleines Häuschen und eine alleinige Tochter. Da sprach die Tochter: Wir sollten den Herrn König um ein Stückchen Rottland bitten. Da der König von ihrer Armut hörte, schenkte er ihnen ein Eckchen Rasen. Den hackte sie und ihr Vater um und wollten ein wenig Korn und derartige Frucht darauf säen. Als sie den Acker beinahe herum hatten, so fanden sie in der Erde einen Mörser von purem Gold. »Höre«, sagte der Vater zu dem Mädchen, »weil unser Herr König so gnädig gewesen ist und uns diesen Acker geschenkt hat, so müssen wir ihm den Mörser dafür geben.« Die Tochter aber wollte es nicht bewilligen und sagte: »Vater, wenn wir den Mörser haben und haben den Stößer nicht, dann müssen wir auch den Stößer herbeischaffen. Darum schweigt lieber still.« Er wollte ihr aber nicht gehorchen, nahm den Mörser, trug ihn zum Herrn König und sagte, den hätte er gefunden in der Heide, ob er ihn als eine Verehrung annehmen wollte. Der König nahm den Mörser und fragte, ob er nichts mehr gefunden hätte. »Nein«, antwortete der Bauer. Da sagte der König, er sollte nun auch den Stößer herbeischaffen. Der Bauer sprach, den hätten sie nicht gefunden, aber das half ihm so viel, als hätte er es dem Wind gesagt. Er ward ins Gefängnis gesetzt und sollte so lange da sitzen, bis er den Stößer herbeigeschafft hätte. Die Bedienten mussten ihm täglich Wasser und Brot bringen, was man so in dem Gefängnis kriegt. Da hörten sie, wie der Mann fortwährend schrie: »Ach, hätte ich auf meine Tochter gehört! Ach, ach, hätte ich auf meine Tochter gehört!« Da gingen die Bedienten zum König und erzählten ihm, dass der Gefangene fortwährend schrie: »Ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört!« und wollte nicht essen und nicht trinken. Da befahl der König den Bedienten, sie sollten den Gefangenen vor ihn bringen, und fragte ihn, warum er fortwährend schrie: »Ach, hätte ich auf meine Tochter gehört!« »Was hat eure Tochter denn gesagt?« »Ja, sie hat gesprochen, ich sollte den Mörser nicht bringen, sonst müsste ich auch den Stößer schaffen.« »Habt ihr so eine kluge Tochter? So lasst sie einmal herkommen.« Und so musste sie vor den König kommen. Der fragte sie, ob sie denn so klug wäre, und sagte, er wolle ihr ein Rätsel aufgeben. Wenn sie das treffen könnte, dann wollte er sie heiraten. Da sprach sie gleich ja, sie wollt's erraten. Und da sagte der König: »Komm zu mir, nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer dem Weg, und wenn du das kannst, will ich dich heiraten.« So ging sie hin und zog sich aus, splitternackend. Da war sie nicht gekleidet und nahm ein großes Fischgarn und setzte sich hinein und wickelte es ganz um sich herum. Da war sie nicht nackend. Und sie borgte sich einen Esel fürs Geld und band dem Esel das Fischgarn an den Schwanz, darin er sie fortschleppen musste. Das war nicht geritten und nicht gefahren. Der Esel musste sie aber in dem Fahrgleise schleppen, so dass sie nur mit der großen Zehe auf die Erde kam. Und das war nicht in dem Wege und nicht außer dem Wege.
Und wie sie so daherkam, sagte der König, sie hätte das Rätsel getroffen und es wäre alles erfüllt. Da ließ er ihren Vater los aus dem Gefängnis und nahm sie zu sich als seine Gemahlin und befahl ihr das ganze königliche Gut an. Nun waren etliche Jahre herum, als der Herr König einmal auf die Parade zog. Da trug es sich zu, dass Bauern mit ihrem Wagen vor dem Schloss hielten. Die hatten Holz verkauft, etliche hatten Ochsen vorgespannt und etliche Pferde. Da war ein Bauer, der hatte 3 Pferde. Davon kriegte eins ein junges Füllchen. Das lief weg und legte sich mitten zwischen 2 Ochsen, die vor dem Wagen standen. Als nun die Bauern zusammenkamen, fingen sie an, sich zu zanken, zu schmeißen und zu lärmen. Und der Ochsenbauer wollte das Füllchen behalten und sagte, die Ochsen hätten's gehabt. Und der andere sagte, nein, seine Pferde hätten's gehabt und es wäre sein. Der Zank kam vor den König und er tat den Ausspruch, dort, wo das Füllen gelegen hätte, da sollte es bleiben. Und so bekam's der Ochsenbauer, dem's doch nicht gehörte. Da ging der andere weg, weinte und lamentierte über sein Füllchen. Nun hatte er gehört, dass die Frau Königin so gnädig wäre, weil sie auch von armen Bauersleuten gekommen wäre. Da ging er zu ihr und bat sie, ob sie ihm nicht helfen könnte, dass er sein Füllchen wiederbekäme. Sie sagte, ja, wenn ihr mir versprecht, dass ihr mich nicht verraten wollt, so will ich's euch sagen. Morgen früh, wenn der König auf der Wachtparade ist, so stellt euch hin, mitten in die Straße, wo er vorbeikommen muss. Nehmt ein großes Fischgarn und tut, als fischet ihr, und fischt sofort und schüttet das Garn aus, als wenn ihr's voll hättet. Und sie sagte ihm auch, was er antworten sollte, wenn er vom König gefragt würde. So stand der Bauer am anderen Tage da und fischte auf einem trockenen Platze. Wie der König vorbeikam und das sah, schickte er seinen Läufer hin. Der sollte fragen, was der närrische Mann vorhätte. Da gab er zur Antwort, »Ich fische.« Da fragte der Läufer, wie er fischen könnte, es wäre ja kein Wasser da. Da sprach der Bauer, »So gut als 2 Ochsen können ein Füllen kriegen, so gut kann ich auch auf dem trockenen Platze fischen.« Der Läufer ging hin und brachte dem König die Antwort. Da ließ dieser den Bauern vor sich kommen und sagte ihm, das hätte er nicht von sich, von wem er das hätte und soll's gleich bekennen. Der Bauer aber wollt's nicht tun und sagte immer, er hätt's von sich. Sie legten ihn aber auf ein Gebund Stroh und schlugen ihn so lange, bis er's bekannte, dass er's von der Frau Königin hätte. Und als der König nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau, »Warum bist du so falsch zu mir? Ich will dich nicht mehr zur Gemahlin. Deine Zeit ist um. Geh wieder hin, woher du gekommen bist, in dein Bauernhäuschen.« Doch erlaubte er ihr eines. Sie sollte sich das Liebste und Beste mitnehmen, was sie wüsste, und das sollte ihr Abschied sein. Sie sagte, »Ja, lieber Mann, wenn du so befiehlst, will ich es auch tun«, und fiel um seinen Hals und küsste ihn und sprach, sie wollte Abschied nehmen. Dann ließ sie einen starken Schlaftrunk kommen, um Abschied mit ihm zu trinken. Der König tat einen großen Zug, sie aber trank nur ein wenig. Und da geriet er bald in einen tiefen Schlaf. Und als sie das sah, rief sie einen Bedienten und nahm ein schönes weißes Linnentuch und schlug ihn da hinein. Und die Bedienten mussten ihn in einen Wagen vor die Türe tragen und sie fuhr ihn heim in ihr Häuschen. Da legten sie ihn in ihr Bettchen und er schlief Tag und Nacht in einem fort. Und als er aufwachte, sah er sich um und sagte, »Ach je! Wo bin ich denn?« rief nach seinen Bedienten, aber es war keiner da. Endlich kam seine Frau vors Bett und sagte,
Lieber Herr König, ihr habt mir befohlen, ich sollte das Liebste und Beste aus dem Schlosse mitnehmen. Nun hab ich nichts Besseres und Lieberes als dich. Da habe ich dich mitgenommen. Dem König stiegen die Tränen in die Augen und er sagte, »Liebe Frau, du sollst mein sein und ich dein«, und nahm sie wieder mit ins königliche Schloss und ließ sich aufs Neue mit ihr vermählen. Und sie werden ja wohl noch auf dem heutigen Tag leben. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Die kluge Bauerntochter von den Brüdern Grimm. Nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer dem Weg. Was für ein schweres Rätsel. Hättest du es lösen können? Ich glaube, ich nicht. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute mit Freunden eine Wasserschlacht veranstaltet und ihr seid so richtig pitschernass geworden. Oder du konntest heute ein bisschen länger aufbleiben. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute? Und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun, gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.